Okay guys, here it is, it's another year. What have we got? We've got a 20 to 4 on New Year's Eve, and I've got some more videos that we're going to upload from the 1970s. I think this one's from 1977. We've got the Brothers MC, we've got the Bones MC from Mannheim, Germany. We've got Satan's Slaves, we've got the Gremium. We've got a whole raft of bikers here and motorcycle clubs from that era. I hope you enjoy this video. I wish all my friends and all my brothers across the world a really good and prosperous 2013. And look forward to seeing some of you again, either here or wherever we might meet up. Okay, so you take care now and enjoy the video. Geburtstags Party zu einer Party, die es in sich hatte. Die Bones am Mannheimer Motorradclub luden 180 befreundete Clubs ein und alle sagten zu. Das Schlackenübersee Gelände auf der Friesenheimer Insel bot sich als idealer Treffpunkt an, weit ab von Wohngegenden. Saßen sie nun. Die Ghost Riders, Hell Drivers, Lost Sons, Brothers, Steel Wings, Gremiums, Cavemen und wie sie sonst noch heißen, in Jeans oder Lederkleidung, mit ihren Sturzhelmen und mit Wehrmachtsorden behangen. Sie fachsimpelten über ihre heißen Feuerstühle, PS und nette Mädchen. Geburtstagfeier macht hungrig. Der Grill mit seiner bunten Palette an knackigem Essbarem war des öfteren Treffpunkt der hungrigen Mäuler. War für Speis und Trank reichlich gesorgt. Für lautstarke Geräuschkulisse sorgte Fips mit seiner fahrbaren Diskothek. Natürlich musste man sein Können unter Beweis stellen. In halsbrecherischer Fahrt fegten sie über die staubige Piste.
die Schönheiten. Totenköpfe, Schlangen und andere originelle Malereien zieren alle Körperteile. Kein Stück Haut bleibt verschont. Mit ihren verrücktesten Tätowierungen fiel besonders der Hamburger Motorradclub auf. Wie Indianer auf dem Kriegsgrat. Davon zeugt auch der Irokesenschnitt. So stolzierten sie das Camp. Selbstverständlich fanden sie größten Beifall, zumal sie auch für jeden Spaß zu haben sind. Dauerte das Bonesfest. Ungezählt aufzuschlagen. Alle, die zu tief ins Glas bzw. in die Flasche geschaut hatten, fanden hier eine Ruhestätte. Ist nicht denkbar. Es galt, die schnellsten Zeiten zurückzulegen. Kleinere Karambolagen blieben nicht aus. Viel passiert ist nicht, sieht man von dieser kaputten Maschine einmal ab. Aber sie wird wieder zu reparieren sein. Zum Glück gab es auch keine schweren Verletzungen. Ist der alte Opa Miles und hat schon über 1 Million Kilometer mit seinen Maschinen auf dem Buckel. Wer von den Mannheimern vom Bonestreffen noch nichts wusste, ist jetzt.
Ein Motorradporso mit über 1000 knatternden und röhrenden Maschinen rollte durch die Innenstadt. Unübersehbar und unüberhörbar.